Ja, seid mal gegrüßt, meine lieben Freunde. Heute wollen wir eine Runde drehen, heute Sonntag, irgendwann im Mai. Und wir müssen uns nämlich beeilen mit der Tour. Draußen ist so ein geiles Wetter, war. Heute ist bestimmt an Baden angesagt. Ich habe vorhin wieder probiert, meine Einstellung. Und so richtig blicke ich da nicht durch mit dem Lenkrad, weil da ist Rückwärtsgang über Handbremse. Komisch. Bisschen komisch, war. Egal. Jetzt setzen wir die Hörer auf, machen ein Spiel an und dann fahren wir mal eine Runde. Es geht ohne Fehler. Kohle sammeln, einen LKW und so. Wa? Das ist schon geil. Los jetzt. Muss mal angemacht, wa? Und hier seht ihr ja, ich habe ja wirklich ein super Profilbild, ja, passt zu mir. Okay, eigene Garagen, gut. Spiel fortsetzen. Was? LKW kaufen? Nee, erstmal noch sammeln, wa? Kohle sammeln. Über das Spiel. Mein Guthaben 16.000 Euro. War nicht schlecht, war. Auftragsangebot. So. Tada. Was fahren wir heute? Was wollen wir heute mal fahren? Leipzig nach Dresden. Ja, kennen wir. Was fahren wir da, Actros? Was wollen wir heute mal von Auto fahren? Traktoren haben wir auch schon gefahren. Leipzig, Kassel, Leipzig, Dresden, Erfurt, Dresden, Prag, Linz. Im Ausland? Nee. Hier fahren wir heute nochmal Leipzig, Dresden. Und da hoffen wir mal, dass es heute besser klappt. Also den LKW habe ich vorhin immer noch nicht ausbekommen. Keine Ahnung warum, aber der springt sofort an. Ich habe alles deaktiviert. Keine Ahnung. Ja, wo sind wir da alle aussehen? Da hat er was. Ja, ist jedenfalls keiner. So, da starten wir mal die Fuhre. Nee, ich will nicht rückwärts fahren. Klappert. Sonst bekomme ich den Scheiß rückwärts ja nicht rein. Was bekomme ich nicht raus oder was? Ey, ich lach mich gleich weg hier. A2. Junge, Junge, Junge. Ehrlich mal. Fort noch, hau ab. Da ist der Ausgang, ich habe ihn gefunden. Juhu. Schöne Grüße, Fürtner. Rechts raus, alle Wetter. Jawohl. So, Vollgas voraus, wir haben es eilig, wie gesagt. Ich habe die Vibration noch ein bisschen weggenommen hier, ja, vom Lenkrad. Also es fährt sich richtig gut. Ich finde nur die Pedale sind mächtig steil. Entweder muss ich die noch weiter wegmachen. Was müssen wir hier rechts? Hier Blinker kann ich hören. Jetzt Feuer frei.
Duffhändler entdeckt. Ja, schön. Keine Ahnung. So, Feuer, Feuer, yeah. Ja, fährt sich ja nicht ganz gut jetzt, oder? Ja, Pedale muss ich einfach weiter wegstellen. Darunter habe ich nicht so viel Platz. Unter meine Plätze. Oh, 50 Micha. Alter Raser. Ja, ich versuche mal nicht mit Tempomat zu fahren, um da ein bisschen die Feel für zu kriegen für das Spiel. Ja. Weil Tempomat kann ja jeder fahren. Sag ich mal so. Ja, ich danke auch für eure Kommentare und so, und Hinweise, wo ich ja mal so Edeka-Laster herkriege, habe ich auch noch nicht geguckt, habe ich noch keine Zeit für gehabt. Sorry. Ja, wisst ja, die Frauen wollen auch beschäftigt werden. Also, meine. So, jetzt bin ich auf der falschen Spur, ja. Habe ich langsam schon kapiert. Bei Abbiegen hast du immer bloß eine und eine. Oh, hau ab, Jo, mit deinem Korea-Zeug. Oh, 40, yeah. Wo ist denn das da irgendwo einer? Da wirst du es ja sehen. Ey, fast bis zum Stillstand. Genial. Ja, das sind jetzt die kurzen Runden, wa? Ich probiere erstmal die kurzen aus. Da brauche ich nicht so viel rausschneiden. Und die langen Touren fahren wir dann natürlich später mit einem eigenen LKW. Jetzt wollen wir erstmal nur Kohle sammeln, um da mal so ein Ding zu kaufen, wa? Jetzt fahren wir mal zur Tankstelle und da schauen wir mal, ob wir die Karre auskriegen. Oh, Radarkontrolle. Oh, nicht so tolle Bremse, Micha. Ja, ich habe vorhin schon mal probiert, da bin ich immer leicht vom Gas, das hat funktioniert, aber jetzt bin ich wieder natürlich voll runter. Und da hat er voll eingenickt. Und danach brauchst du mal ewig warten, bis die Karre wieder aus dem Knick kommt. MAN überholt uns natürlich, ja. Aber der Aktros soll ja auch nicht so schnell sein. Ja, weg geht's, fahr ich rüber. Macht Erde. Da, der rast auch wie ein Stier. So, zärtlich vom Gas. Funktioniert tadellos. Ja, warum fährt er jetzt da? Essen. Ja, ihr müsst raus, Junge. Zwergspalte vorbei, gehämmert hier. Ja, das Spiel verzeiht aber viele Fehler. Weil die Bremse ist ja absolut der Hammer. Das Ding geht voll rein und fertig. So, auf Vollgas hier hoch. Ich habe auch den Sound alles runtergenommen, ja. Ich habe da jetzt keine Probleme mehr, wenn wir dann mal so Auswahl treffen. Also das brummt da nicht mehr so laut. Und ich synchronisiere das eher alles mit meinem normalen, mit meinem normalen Mikro-Mensch. So, 8. Einmal Duty. Ja, 2 Stunden noch. Oh, Sonne, wa? Das ist geil. Aber besser als nachts fahren, auf jeden Fall. Ja, in dem Blitzhaus kann man ja ein bisschen ja sehen, oder? Also, ich muss euch sagen, ich würde das Spiel nie wieder ohne Lenkrad spielen. Ja? Also, ohne Lenkrad ist ja nicht gut. Gar nicht gut.
mit Lenkrad ist völlig entspannt. Wie nachher, wenn ich wieder arbeiten muss, das sitze ich genauso entspannt dahinter. So, jetzt kommt unser Rastplatz. Da probieren wir es nochmal mit dem Tanken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil ich kann es ja nur tanken, wenn der Motor aus ist, wa? Das ist ja nicht, ich habe geguckt, ich habe die nur einmal belegt, die Taste. Also. Weil viele haben geschrieben, dass ich irgendwas doppelt belegt habe. Aber nö, habe ich nicht. Ich habe hier alles Mögliche ausgemacht und keine Ahnung. Ne? So, rechtzeitig blinken. Bisschen vom Jahr sehen. Frei klappt das doch heute. Da vorne leuchtet es grün. So, ein bisschen zeitig angehalten, ne? Na komm, noch ein Meter. Jetzt. So, jetzt bin ich auch gespannt. Da? Das ist eben, habe ich da hinten. Und nimm mal die Karre aus. Jetzt mache ich mal Handbremse. So, und jetzt mache ich mal aus. Halt. Ey, fuck einfach. Der Witz des Tages. Passt auf. Der kleine Fritz sieht im Pausenhof seinen Freund und sagt: Aber Franz, warum weinst du denn? Ich habe im Unterricht in die Hose gepisst und die Lehrerin hat gesagt, wenn ich es nochmal mache, schneidet sie mir den Schnippel ab. Sagt der Fritz: Da brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe gestern meine Schwester nackt gesehen. Wenn das ordentlich gemacht wird, sieht es gar nicht so schlecht aus. So, Arne, oder? Ja, können wir nicht voll tanken. Ey, da müsst ihr mal einfach mal einen Tipp hier machen. Ich blick da nicht durch. Ich krieg die gar nicht aus. So, ja nicht. Ja, vor allem, das zahlt ja alles der Arbeitgeber, ja. Da kann man ja ruhig voll tanken. So, raus hier, oder? Aus dem Schlamassel. So denken sie jeden Vorschüler hier, mir hat das nicht schlecht, so ein Spiel. Ach, kannst ein bisschen üben, wa? Ja, ist so eigentlich wirklich so wie im Realen, wa? Nur mit Bremsen, ja, es tut schalten und so, Automatik hast du auch überall. Ja, 90, Junge, über 90. So, jetzt wollen wir Richtung Dresden fahren. Dresden ist aber linke Spur. Gut. König der Landstraße, Junge. König, du bist nicht abgeboren. Alter. Bin ich harter oder was? Oh Micha, Junge. Du weiter noch, bitte aus Dresden. Fahren wir jetzt eine andere Strecke oder was? Dresden, alles Dresden. Nee, da will auch weiter fahren. Jetzt ein bisschen blind oder was? Hat jetzt Navi gesponnen? Hm. Alle Strecken führen nach Dresden, ja. Das ist ja geil. Rechts Dresden. Jo, jetzt fahren wir aber ab, ja. Geradeaus nach Dresden. Das ist ja lustig. Ach, extra für mich? Ah ne, jetzt nicht mehr. Aber eigentlich ging es vorne weg. Ja, eigentlich fahre ich schon nach Dresden, oder? Ja, komisch. Ich eben.
Ach, da fahren wir jetzt von hinten her, oder was? Nee. Komm, ja, sicher. Gib alles. Alter, heute Bussi Pias, Junge, sonst fahrt er auch wieder Chaoten. Herrlich, mal. Feuer frei, ich bin dabei. Oh, Barriere oder was? Oh, da kommt meine Fahne schon an. Cool. 13. Oh, scheiße, nee, immer nicht hingeguckt. Und gleich eingeschlagen. Na denn, mal hier rum. Und dann gleich wieder rum. Genau, so gleich die Bude hier irgendwo. Na ja. Da kommen wieder 100 Autos. Jetzt fahren wir einfach hin, ja. Ja, viele Wege führen nach oben. So. Eingabe. Ja, jetzt probieren wir das nochmal mit der Einparken. Was ist Achtung? Betrieb. Ja. Quatsch. Das daneben fahren wir jetzt. So, wird doch wohl klappen, oder? Automatisches Einparken. Ja, wer fährt doch mit Treckern an der Rampe? Das ist hier auch ein bisschen komisch. Junge, die haben selber Räder. Jetzt fahren wir einfach daneben. Also probieren wir doch mal jedenfalls. Na, gell? Oh, zwei jetzt schon. Ja. So, jetzt probier ich mit dem scheiß Rückwärtsgang nochmal. Ja? Geht schon doch nicht mit dem alten Rückwärtsgang. Ah, jetzt. Ja, ist irgendwie für mich immer noch ein bisschen unverständlicher. Ja? Fahr doch, Alter. Raus. Ja. Komm, fahr das Loch da rein, dann ist gut. Oh, das passt noch nicht, ja? Schön. Für die Kohle kannst du aber zu reichen. Na, Alter, jetzt stehen wir oder was? Nee. Wie, wenn ich mich langsam dran, ne? Ich stehe. Yeah. Sieht zwar scheiße aus, wie ich stehe, aber ich hab's geschafft. So. Jawohl. Ihr schafft. Brim, brim. Oh, Schaden haben wir auch nicht gehabt. Cool. So, jetzt sind wir ja Level 3 Neuling. Kohle haben wir jetzt schon ein bisschen gesammelt, wa? Heute. Ja, jetzt waren es schon wieder 3700. Ja, jedoch. Du sammelst Fähigkeiten. Juhu, eine E-Mail. Wir können ihnen helfen zu wachsen. Nee, Drecksbank. Die wollen nur meine Kohle, wa? Tja, sie hört jetzt keine Musik, wa? Ich kann das welche einspielen, ja. Aber die Original-Hintergrundmusik habe ich schön leise gemacht, damit ich euch damit nicht nerve und ihr mich besser versteht, ja. Meine Sülze, meine Labre. Ach, gut. Wisst ihr was? Jetzt machen wir Feierabend. Ich packe jetzt die Hörer weg. Und gehe jetzt raus in den Garten, ja. Heute Sonntag. Da genieße ich noch die Sonne. Also vorher muss ich das Video schneiden. Da genieße ich die Sonne. Und heute Nachmittag setze ich mich auf mein Moped und fahre zur Kleche. Bisschen LKW fahren, wa? Mache ich sonst nichts anderes. Alles klar, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Rest Sonntag, wa? Und wir sehen uns. Bye, bye.
euer Micha.